Mit den Worten könnt ihr folgen. Angroschminia hat etwas entdeckt und so seht ihr es auch. Vor euch öffnet sich die gewaltige Röhre, gegraben von gewaltigen Kräften. Und ihr könnt neben dem Schein der Lava von Magmaströmen einen gewaltigen Thron erkennen. Gefertigt für kein sterbliches, derisches Wesen. Sondern ihr fühlt euch intuitiv an Shalven erinnert und ihren Thron, der selbst ein Berg war. Er ist gewaltig, versiegelt mit Runen, mit Glyphen, Myriaden von ihnen, unleserlich. Und wieder diese Harmonie, dieses intuitive Verständnis. Ist dies der Thron von Angrosch oder von Ingrim oder wie sie sich nennen? Und um euch herum öffnet sich die Kaverne. Weitere Ströme aus Lava, Flüsse, Seen und dann das Hämmern und Klopfen. Irgendwo auf eurer Rechten muss eine gewaltige Schmiede sein. Ein weiterer Raum, eine weitere Kaverne, die sich öffnet, aus der es rußig herausdringt. Und das Hämmern ist wie Musik, wie Singen. Wundervoll, nicht wahr? Bekommt man heimelige Gefühle. Ganz schön laut hier. Ja, und warm. Habt ihr diesen Thron gesehen? Also, der ist zwar nicht so gigantisch, aber wie der unter Wasser, den wir gesehen haben, an diesem versunkenen Kontinent. Nun wundert es euch, Wasser und Feuer. Sie stellen elementare Gegensätze dar, das meinte ich damit. Wir haben das Wasser gesehen, da müssen wir irgendwann auch das Feuer sehen. Danke, dass du es nochmal erläutert hast. Ja, es hat mich tatsächlich gewundert und das hat mir so nicht weitergeholfen. Ihr könnt eine kleine Kreatur erkennen, die auf euch zukommt. Aus dem Torbogen kommt sie heraus und ihr müsst genauer hinsehen. Sie ist zwar klein, aber doch menschengroß. Nur einfach nicht geschaffen für diese Proportion. Mit einem gewaltigen langen Bart, der rot glüht von der Esse, von der Glut. Und sein gestählter Körper ist rußverschmiert. Tritt auf euch zu. Es dauert einige Zeit, bis er dann nach grob 2 Minuten vor euch steht. Los mit euch! Wer seid ihr? Ich bin Boltax. Boltax Brandbringer von den Wogen. Ein Jode. Angrosch und Sumo zum Gruße. Ein Angro. Nun. Ja. Lange her, dass der letzte Geode hier war. Aber willkommen, Väterchen. Damit gibt er dir seine schwielige, riesige Hand. Ja, ich reiche ihm meine Hand und drücke sie einmal fest. Wenn ich euch vorstellen dürfte, meine liebreizende Begleitung, das ist Angroschminia. Ah, willkommen auch du, kleiner Angro. Und das sind die anderen. Abimir Yamorinus. Zu erlösen. Ich höre die anderen. Ihr seid hohe Guerei, ja? Das sehe ich an eurer Statur. Seid mir willkommen. Ihr benutzt seltsame Ausdrücke. Ah, ihr benutzt merkwürdige Ausdrücke. Aber ich kann euer Misstrauen verstehen oder eure Verwirrtheit. Steht ihr doch in dem Herz von Ghost. Gloost? Was ist das? Was werdet ihr noch verstehen? Diese Höhle hier? Ah, das ist keine Höhle. Mir, das ist so viel mehr. Also gut. Wollt ihr mit mir sprechen? Wollt ihr direkt ins Heiligtum? Oder wollt ihr zu den Monaden? Ich schau mal, fragen zu Boltax. Seid ihr hier, um die anderen Guerei zu fordern? Das Wicht. Du siehst mir aus, als könntest du es mit ihm aufnehmen. Dabei schaut er zu Rafim. Ja, Boltax, also. Das Wichtigste ist, dass wir die Etikette hier wahren. Nicht wahr? Eins nach dem anderen. Und dann müssen wir ja noch die Prüfung des Feuers wiederholen. Die Prüfung des Feuers? Wollt ihr euch backen lassen? Seid ihr wirklich so wahnsinnig? Nein, nein. Nur einmal kurz durch die Flammenwand springen.
Die haben das doch nie gemacht. Wieder raus, keine Sorge, ist mir egal. Kommt von der anderen Seite. Deswegen. Oh. Aber wenn ihr große Krieger seid, dann werdet ihr sicherlich überleben. Sindario wird euch beschützen. Oder Akanzin, ist mir egal. Nun, sicher, sicher. Wir gehen erst einmal ins Heiligtum. Nun, dann folgt mir. Die Monaden sind an ihrer Arbeit, aber wen verwundert das? Der gute, ich muss gerade überlegen, seit wann werkelt er? Ich glaube, seit 70 Jahren, dieser vermaledeiten Axt. Kurok Gül ist ein Perfektionist, selbst für seine Verhältnisse der Monaden. Nun, gut Ding will Weile haben, nicht wahr? Ja, ja. Das letzte Mal hat er nach 50 Jahren die Arbeit abgebrochen und ist einfach wieder zurück ins Herz geschmissen. Man kann es richtig machen oder man kann es schnell machen. Ja, ja. Er sagt, er gibt sich immer 3 Schläge. Und wenn er die dann wieder nicht schafft, ja, dann ist es egal, ob es 50 Jahre gedauert hat. Aber gut Ding will Weile haben. Ach so, ich hatte mich gerade noch gar nicht vorgestellt, oder? Nein. Baldrea. Baldrea? Baldrea, korrekt. Ingrim-Priester, so sagt man, glaube ich, bei euch. Sehr freut euer Gnaden. Ja, faszinierend. Ihr tragt merkwürdige Klingen. Was ist das für Metall? Ist das Eisen? Ja. Ich denke, es ist Stahl. Gefalteter Stahl in meinem Fall. Er sieht euch bemitleidenswert an. Ja, das tut mir leid. Nun, sie sind sehr haltbar. Tja, das letzte Mal, dass ich Eisen geschmiedet habe, wie lange ist das her? War sicherlich 5000 Klosterumläufe. Ja, ich frage besser nicht. Nun, mit was für Materialien spielt ihr ansonsten, wenn nicht Eisen? Ja, auf dieser Seite ist das schwierig. Die letzten paar Krümel Endurium sind schon wieder leer. Diese Seite? Ja. Endurium? Endurium, ja. Das ist hier selten. Das ist hier leider sehr selten. Und dann werdet ihr verstehen, wieso wir mit Waffen aus Stahl vorlieb nehmen. Ja, minderwertig, sag ich ja. Minderwertig. Was liegt auf der anderen Seite von was auch immer? Nun, dort, wo er herkommt, vermutlich, nicht wahr? Korrekt. Und wieso um alles in der Welt sollten wir uns backen lassen? Das klingt sehr tödlich. Du sagtest doch etwas von der Prüfung des Feuers. Nun, ich meinte, die Feuer... Ich kann die Monaden fragen, sie werden euch durch den Ofen schieben. Nein, nein, ich glaube, wir sprechen von einer anderen Prüfung des Feuers. Ach so. Als ihr. Nun, in der Regel bei uns, Angorsho, ist es so, dass wir zum Erreichen unseres Lebensjahres, das die Volljährigkeit symbolisiert... Was meinst du, Angorsho? Nun, das ist der Begriff für uns. Und ich sollte einmal auf... ich nenne dich Angorshminia. Ich nenne dich einfach Gro. Was kannst du machen? Oder Angro. Alles gut. Auch gut. Nun, wir gehen jeweils durch eine Feuerwand, aber die ist vermutlich jetzt nicht so heiß oder nicht so groß wie das, was ihr euch hier in diesem Vulkan vorstellt. Ja, zuckt mit den Schultern und bleibt dann vor einem gewaltigen See aus Lava stehen. Und du kannst erkennen, während du davor stehst, wie sich etwas aus dem heißesten Feuer erhebt. Eine fauchende, verschlingende Flamme, glühende Lava und flirrend versengende Hitze, die aufsteigt. Der Urgrund, der aus der dritten Sphäre nach oben wabert, aus der zweiten Sphäre. Und du siehst, blickst einen weiteren elementaren Meister des Feuers. Nachdem du den Meister des Wassers erblicktest, den grauen Mann vom Ochsenwasser, stehst du nun vor einer brennenden, tropfenden Flüssigkeit, eine Flammenzunge, die alles überragt. Weißgluthitze. Heiß wie Drachenfeuer. Flüssiges Gestein. So spritzend. Gucke dem elementaren Meister des Feuers anerkennend und bewundernd, aber nicht
unterwürfig in die Augen, nicke ihm einmal beeindruckt zu. Ich krame einen der größten Edelsteine, die ich besitze, hervor und lasse sie langsam in das Lavabecken fallen. Ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich bin Boltaks Brandbringer von den Wogen. Brandbringer! Ja. Arung aus dem Feuer, das ich gesät habe, genommen worden. Warung brennt! Da. Um alles Drachische dort zu vernichten. Um alles Exische dort gleich zu machen. Sein muss, muss sein. Es muss brennen. Knisternd. Leuchtend. Kampfstark. Lodernd. In der Tat, das ist das Wesen des Feuers. Bis zum Ende brennt es. Und nur Asche ist, was bleibt. Boltax, das ist so romantisch. Nicht wahr? Meister des Feuers. Ich bin gekommen, um Einlass in das Heiligtum zu erbitten. Gewährt ihr mir diesen Einlass? Ihr steht davor! Dann würde ich mich einmal in Schneidersitz auf die Knie, also beziehungsweise nicht auf die Knie, in den Schneidersitz sinken lassen und mit einer Meditation beginnen und mich auf die Umgebung hier einstimmen. Atme wie zuletzt im Schlund ein und aus und ein und aus und versuche, mit den Lavaströmen zu atmen und die Asche langsam auf meine Haut rieseln zu lassen, wo ich dann wieder aufstehe. Elementarer Meister des Feuers, ich habe eine Bitte. Wir müssen etwas bezwingen, etwas vernichten, niederbrennen, aus dieser Sphäre verbannt werden muss. Es ist verantwortlich für die Schändung des Sees und die Schändung allen dessen, was die See beheimatet. Einen Dämon. Groß und stark, dass ich alleine es nicht vollbringen kann. Ich suche nach dem Wissen, um etwas zu finden, das mir hilft in diesem Kampf. Denn am Ende muss der Dämon fallen. Als du den Dämon erwähnst, siehst du, wie sich sengende Schwingen aus dem Leib des Meisters erheben. Die sind gewaltig groß, erhebend, und seine Augen versprühen Asche. Willst du, dass ich kämpfe? Wenn die Zeit ist, wäre das hilfreich. Doch noch wichtiger als das ist zu wissen, wie wir am besten vorgehen. Es ist ein Dämon der entgegengesetzten Domäne. Es ist ein Dämon des Wassers. Ihn muss ich bezwingen. Darum muss ich finden, was das Wasser entfesselt. Und wer, wenn ich das Feuer weiß, wo das Wasser zugrunde ist? Es gibt eine donnernde Hymne. Und du kannst sehen, wie er so etwas wie ein Arm, ein Tentakel aus Lava erhebt, der sich vor dir aus dem See schiebt. Du opferst mir eine weitere Stadt und sie sei dein. Der Tentakel gleitet vor dir auf den Schneidersitz. Du bekommst 3W6 Schadenspunkte. Ja, alles klar. Und als sich der Tentakel entfernt, siehst du, wie dort eine kleine Flöte liegt. Dank, Meister. Ich werde tun, wie mir geheißen.
Eine weitere Stadt soll euer sein. Brandbringer. Ja, Meister. Ja, derweil der Ingerim Priester steht mit verschränkten Armen neben euch, halb versetzt. Guckt zu den anderen. Wollt ihr auch noch irgendwas? Sein Hunger muss gezügelt werden. Ich hoffe, er steht nicht auf Menschenfleisch. Opfert ihm doch einfach was. Aber was könnte denn so ein Wesen des Feuers, das pure, flüssigen Feuer besteht, von uns wollen? Alles, was brennbar ist. Alles, was brennbar ist. Oh, ich habe keinen Sack Kohle mitgebracht. Hat jemand dran gedacht? Hätte uns irgendwer was davon erzählt, dann hätte ich sicher einen mit hier rauf geschleppt, aber so habe ich nur das, was ich am Leib trage. Oh, eine sehr gute Idee. Ich habe noch hier die kleine Figur von dir, Rafim, die du mir gegeben hast, aber das war ein Geschenk. Ja, willst du noch eine? Oder zwei? Oder vier? Ihr könnt auch eure Hand ausstrecken, das geht auch. Mache ich meistens so. Ich würde mal an meine Hals greifen und eins von meinen Amuletten abziehen. Nun, dies ist ein wertvolles Artefakt. Wenn es unserer Sache hilft, will ich es gerne dem Herrn des Feuers schenken. Opfere! Ich würde mal näher an diesen Rand von dieser Grube treten oder dieses Flusses und dann das Artefakt oder dieses Amulett fallen lassen, dass es in dem Lavafluss langsam aufschlägt und dann langsam so versinkt. Es gibt noch ein weiß-grünes Leuchten, als sich die Zaubermatrix löst und du dann das Amulett nie wieder siehst. Lebensspendendes Element. Mehr Nahrung für den Feuergott. Oh, eine sehr gute Idee habe ich mir. Warte. Ich habe auch noch was. Ich würde mal den Blutrubin rauskramen, den mir diese Hexe gegeben hat für meine Holzfigur. Voltox, ist das eine oder eine schlechte? Mach das, wenn es von Herzen kommt. Oh, ein sehr guter Vorschlag. Auf ihn würde seinen Dolch nehmen und sich selber in den Arm schneiden. Den Blutrubin in den Bänden und dann ins Feuer werfen. Vom Herzen ein guter Vorschlag. Und während du den Blutrubin reinfällen lässt, getränkt mit deinem eigenen Blut, kannst du spüren, wie ein Donner durch den Vulkan rauscht. Und dann hörst du, wie hinter dir das Hämmern verklingt. Das ist jetzt entweder sehr gut oder sehr, 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 sehr schlecht, Bulltax. Ich würde abwarten. Mehr Brennstoff. Mehr Brennstoff. Ich habe nichts hierher gebracht, außer dem, was ich am Leibe trage. Aber ich werde etwas opfern, was mir persönlich wichtig ist. Und Zulamin kniet nieder und schneidet sich mit ihrem Opferdolch am Nacken eine Strähne ihres Haares heraus. Windet dieses wirklich sehr lange Stück mehrfach um ihre Hand, tritt vor und streckt dann mit den Haaren die Hand aus, wie der Ingerim Geweihte gesagt hat. Eine Flammzunge leckt nach oben und verglüht dir die Hand. Die Haare sind weg, es stinkt ekelhaft nach Fleisch. 2W6 Schadenspunkte. Blumin ballt die Hand zur Faust und fletscht die Zähne und tritt dann mit einem zufriedenen Ausdruck wieder zur Gruppe zurück. Oh, ich habe bei weitem nichts, was ich geben kann, aber wenn es für die Götter genug ist, dann bin ich bereit, auch mein Blut zu geben, um meine Ehrerbietung irgendwie
vorzuzeigen. Und Diamantis tritt ebenfalls an den lodernden Schlund, zieht seinen Dolch und fährt sich einmal über den Unterarm, eine der Adern zu öffnen und Blut runtersickern zu lassen. Eine weitere Flammenlanze zischt nach oben, direkt in die Hand. Du spürst wohl etwas, wie im Inneren irgendetwas liegt. Du musst nur zugreifen. Im Inneren der Flammenlanze? Im Inneren der Flammenlanze. Drei. Ja, zwei, ich greife zu. Eins. In die Flammenlanze. Als die Flammenlanze wieder nach unten rauscht mit einem ekelhaften Platschen, 3 W6 Schadenspunkte. Hast du einen Stein in deiner Hand? Er ist so groß wie dein Handteller und er glimmt in einem hellen Grün, was sich langsam blau färbt. Langsam, unendlich langsam wird aus dem Grün blau. Ich schaue auf den Stein in meiner Hand herab, auf die Wunde, die ich gerade geschnitten habe, die sich aber direkt wieder zugebrannt hat durch diesen Flammententakel. Ich werfe einen Blick über meine Schulter. Habt ihr auch was bekommen? Ich habe diesen... Er hat mir diesen Stein in die Hand gedrückt. Ein Bruchstück von Glost. Du bist erwählt. Sehr gut. Nun, fantastisch. Da hätte ich eine Frage, was ist dieses Glost? Die Sonne, mein Junge, die Sonne. Glost ist die lebensspendende Sonne, das alles verzehrende Feuer. Es ist alles gleißend, spendend, unbesiegbar, blutend, gnädig, verborgen, unergründlich und unversöhnlich. Glost ist die Sonne. Wenn dann alle fertig sind mit Opfern, würde ich zuletzt Sulamin bzw. Rafim oder wer auch immer meine Kleidung hatte, bitten, mir meine Kleidung zu geben. Eine Sache noch. Dann würde ich meine rituellen Gewänder, die ja aus Pflanzenfasern und ähnlichem gefertigt sind, auch auf diesen Tentakel legen, der mir entgegengezuckt ist, und sie langsam verbrennen lassen, bis nur noch 2 kleine Objekte innerhalb der Hosentasche übrig bleiben. 2 Ringe, die ich aus Obsidian angefertigt habe. Die würde ich dann auch mit den beiden Fingern, die natürlich schon verbrannt sind, aber ich nehme wahrscheinlich nochmal Schaden, ist ja auch egal. Würde ich nehmen. Jo. Würde auf die Knie gehen. Angroschminia, weißt du mir hier vor allen Versammelten und vor dem Herrn des Feuers die Ehre, mit mir den Flammenbund einzugehen. Ja, Boltax. Dann stecke ich ihr den Ring an den Finger und küsse sie. Ja, sie wischt sich eine Träne aus den Augen und umarmt dich. Ja, ich umarme sie zurück und gucke dann ganz erleichtert und befreit von alledem die anderen Anwesenden an. Oh, wie ich es mir vorgestellt habe. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Lamin umarmt die beiden Zwerge auf einmal. Ich freue mich so für euch. Danke, danke. Oh, ich freue mich auch. Oh, es ja, ist... ich kenne euch nicht, aber ich freue mich auch für euch. Gute Idee. Danke. Danke. Nun, ich glaube, ich muss mich erst mal setzen. Also deswegen hat noch kein Reisender uns aufgesucht. Aber ist okay. Ja. Ich wische mir auch eine kleine Träne aus dem Augenwinkel und würde mich dann mit Angroschminia auf einen naheliegenden Lavafelsen sinken lassen und einfach in inniger Beisamkeit kurz verharren. Also ihr müsst mir weit mehr von Glost erzählen und von euren Begriffen. Das klingt sehr interessant. Ich würde mal diesen Priester, Baltrea,
mal so ein bisschen wegziehen von der Szenerie. Tja, was kann ich euch schon erzählen? Die Geschichte der Monaden, die Geschichte der Gur oder Angro. Nun, diese Monaden, bei uns heißen sie, glaube ich, Zyklopen. Das sind doch größere Wesen mit einem Auge, richtig? Ja, man nennt sie nicht Zyklopen. Das mögen sie nicht. Ah, interessant. Warum? Weil du einen Namen selbst wählst. Ihr nennt euch Menschen. Und wenn ich euch jetzt Fleischsäcke nenne, dann ist das nicht sehr nett. Ja, interessant. Ein guter Standpunkt. Monaden wollen die genannt werden. Woher stammen sie? Ja, aus Tarowin. All die kleinen Angro, all die Monaden stammen aus Tarowin. Genauso wie ich. Tarun, ist das eine Globule? Na, ich würde sie nicht Globule nennen. Ist Dere eine Globule? Sehr unhöflich, junger Mann. Nun, Dere ist die dritte Sphäre. Ja. Ich kann sie trotzdem eine Globule nennen, das ist unhöflich. Wenn du uns das Existenzrecht absprichst. Nun, dann nennen wir es. Wie würdet ihr es nennen? Einstmals war es Ingrim Schmiede. Oder Angor Schmiede. Sein eigenes Reich. Und wie gelangt man dorthin und wieder zurück? Tja, du stellst die falschen Fragen, aber warum sollte irgendjemand dorthin gelangen wollen? Tarun ist mittlerweile verflucht von Oye Shombri und all den anderen. Ingrim hat dort nicht mehr viel. Deswegen sind die Angro auch geflohen, gemeinsam mit den Monaden. Und die Monaden sind die Torwächter. Die sind geblieben. Die Angro haben sich irgendwann an die Temperaturen gewöhnt, dort draußen, wo es kalt ist. Und laufen jetzt auf der Oberfläche herum. Ich verstehe. Also hat der ursprüngliche Ingrim-Kult nicht hier auf derer stattgefunden? Welcher Kult kommt schon sonst woher? Wer war der erste Kultist? Errufen von Träumen? Aber nein. Ingrim hatte einst seine Schmiede versetzt von Alvaran nach Tarun. Das war sein Gebiet. Ein riesiges, einziges Schmiedefeuer. Erhitzt von Glost. Dabei deutet er auf das Bruchstück, was Diamantas in seinen Händen hat. Und dann kamen die anderen und vertrieben ihn. Und die Angro. Die Monaden. Wer sind diese anderen? Der sie als erstes vertrieb, darf nicht genannt werden. Ah, ich verstehe. Sein Name wurde gestohlen. Einer der Erzdämonen. Die anderen, die übrig blieben, sind Dayu, Nanurta, Shinxirit, Ciaraco, Bateshi, Oye Shombri, der Kriechende, Nominoru und Arkansin. Manche dieser Namen klingen sehr vertraut. Ich habe manche Namen in ähnlicher Form in alten Büchern gelesen, aber nun, die sind nicht sehr verbreitet, diese Bücher, muss ich zugeben. Ich glaube, ihr nennt sie hier Praios oder Zar.